Guten Tag allerseits. Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man hier im Refactoring-Projekt die erste Aufgabe mit diesem Familienstammbaum löst. Und im Unterricht habe ich Ihnen ja bereits gezeigt, wie man diese Fibonacci-Aufgabe lösen kann. Hier geht es darum, die rekursive Implementierung zu optimieren mit verschiedenen Ansätzen. Einige von Ihnen haben vielleicht dann den Eindruck erhalten, beim Refactoring geht es um Performance-Optimierung. Das ist nicht der Fall. Aber was der Fall ist, wenn man beim Refactoring schöneren und eleganteren Code schreibt, dann ist es gut möglich, dass die neue Implementierung nicht nur eleganter ist, sondern eben auch performanter. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber nicht unbedingt das Ziel vom Refactoring. Weil das von außen wahrnehmbare Verhalten sollte ja nicht unbedingt geändert werden. Wenn Sie einen Test haben, einen Benchmark, der eben die Performance misst, dann ändern Sie das von außen wahrnehmbare Verhalten. Von daher dürfen Sie Refactoring nicht mit Performance-Optimierung gleichsetzen oder verwechseln. Gehen wir weiter zum nächsten Beispiel, der Währungsrechner. Ich habe bereits hier das Repository geforkt und geklont. Mache jetzt das Readme hier auf. In der gerenderten Ansicht gehen wir runter hier zum Währungsrechner, Currency Converter. Und hier kann ich Schweizer Franken in eine andere Währung umrechnen, beziehungsweise in vier verschiedene andere Währungen. Und da muss man noch Tests dazu schreiben. Und dann natürlich das Ganze refactoren. Schauen wir uns mal den Code an. Currency Converter. Seine Klasse Currency Converter, dann ein Property to Currency, das kann ich hier initialisieren, als eine Property, als String, und dann habe ich die Convert to Methode, und je nachdem welche Currency gewählt worden ist, wird dann mit Switch Case ein anderer Umrechnungsfaktor beigezogen. Das waren wahrscheinlich damals tagesaktuelle Umrechnungskurse. Und wenn die Währung nicht gefunden wird, gibt es halt keine Umrechnung, sondern eine Argument Exception. Jetzt Tests. Beim Refactoring sollte man immer mit Tests anfangen. Und gehe an den Currency Converter Test hinein, mache den nebenan auf. Das vielleicht ausblenden. Ja, da wurde noch nichts gemacht. Wir müssen jetzt selber noch irgendwie ein paar Tests schreiben. Wir müssen nicht für jede Währung einen Test schreiben, aber machen wir mal beispielhaft einen. Fängt dann mit einem Fact und dann public void tests convert to USD. Parameter gibt es keine. Arrange. Ja, das machen wir mal. Haben einen Converter hier. Oder sagen wir den USD-Converter, weil wir zu US-Dollar konvertieren. Und nehmen dann eben das da, USD, das Währungssymbol. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir diesen Test genau machen wollen. Wir haben es hier mit Double zu tun, also exakte Vergleiche sind schwierig. Nicht wahnsinnig praktikabel. Aber gehen wir so ein bisschen heuristisch vor. Nehmen wir mal zum Beispiel int CHF, also Schweizer Franken, wenn wir jetzt 100 Schweizer Franken konvertieren wollen. Dann konvertieren wir das jetzt mal. Double actual, sollte ich vielleicht hier auch gleich double machen. Double actual gleich USD Converter .convert to CF. Jetzt ist die Frage, wie wir das überprüfen wollen. Arrange actual assert. Sie haben an der Prüfung gesehen, dass es so eine schöne Methode gibt, assert.inRange. Jetzt muss hier noch Units verwenden, damit ich da Zugriff habe. Range, jetzt haben wir den Actual Wert.
müssen wir schauen, in welchem Bereich das zu liegen kommen könnte. Also 100 Schweizer Franken in US-Dollar, dann werde ich ja irgendwo so 109 herum haben, ungefähr. Also sagen wir irgendwie von 108 bis 110, in diesem Bereich soll das landen. Dürfte wohl ungefähr stimmen. Führen wir mal den Test aus. Hier aktualisieren, weil der natürlich noch nicht gefunden worden ist vorher. Den gab es noch gar nicht. Ist wieder nach Facts gesucht und nicht nach Testklassen. Currency Convert Test, Test Convert USD. Hat funktioniert, das heißt, unser heuristischer Test war sinnvoll. Ja, ist mal ein möglicher Test. So ein mögliches Verhalten. Ich kann natürlich jetzt für jedes Währungssymbol einen Test schreiben, das finde ich auch ein bisschen witzlos. Deckt mir besser noch einen anderen Fall ab, zum Beispiel public void test converts to unknown currency. Wir wollen auch dieses Verhalten testen, also wenn jetzt keine Umrechnung haben in eine andere Währung, ja, dann funktioniert es eben nicht. Currency Converter, Unknown Converter, gleich New Currency Converter. Blende vielleicht das auch schnell aus hier, damit wir mehr Platz haben. Jetzt weiß ich nicht, was wir für eine Währung nehmen wollen. Nehmen wir mal D-Mark, gab es ja früher mal. Kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Und dann, das ist eigentlich nicht so wichtig, welchen Wert ich hier nehme. Dann jetzt Act Assert zusammen. Ich teste eine Exception. Punkt Rows, wenn es mir recht ist. Moment, Exception. Und jetzt macht man, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Lambda Expression. Und hier rufe ich einfach Unknown Converter auf. Convert to diesem CAF. Und der Rückgabewert interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur, dass diese Exception hier geworfen wird. So, schauen wir, ob das funktioniert, obwohl ich ein bisschen aus der Übung bin. Lassen wir es laufen. Auch dieses Verhalten stimmt. Also jetzt haben wir unsere Tests, jetzt können wir uns unser Refactoring machen. Okay, meine Idee wäre jetzt hier, oder wir müssen zuerst das Problem anschauen. Hier haben wir so statische Definitionen, also USD gehört zu diesem Umrechnungskurs, EUR gehört zu diesem Umrechnungskurs. Haben wir alles in der Logik drin. Und was ich hier schöner fände, ist, wenn man Daten und Logik trennt. Und hierzu könnte man zum Beispiel hier ein Dictionary verwenden, das diese Daten eben abspeichert. Also schauen wir mal, wie wir das machen. Ich mache es einmal hier im Konstruktor drin. Vielleicht gibt es auch bessere Orte. Dictionary. Exchange Rates. New Dictionary. Ups. Hoppla. Und dann nehmen wir hier String, das Währungssymbol und Double als Umrechnungskurs. Das Generic. Jetzt sollten wir die Typen hier auch noch angeben. Genau. Nicht Rate, sondern Ranges. Frage ich mich, kann man hier gleich Sachen mitgeben, aber ja, definieren wir es einfach mal so durch. Add, schauen wir mal unten USD 1.09. Hier ist einfach noch dreimal Euro 0.96, britische Pfund 0.82. Und Rubel
78. Gut. Und jetzt müssen wir es eben noch, denke als private Eigenschaft abspeichern. Dictionary. Vielleicht nicht optimal jetzt. Ja, es genügt mal so. Jetzt können wir das Ganze refactoren. Wir können die Switch Case hier entfernen. Wir schauen jetzt, wir haben die Exchange Rates und eine Two Currency. Wir prüfen jetzt, if this.exchange rates contains key, diese Two Currency. Wenn ja, geben wir, machen wir die Umrechnung mal this exchange rates this.toCurrency. Hier bekommen wir schon den Wert. Und das wäre eigentlich schon hier diese Logik hier unten. Dann gelöst. Noch ein bisschen formatieren. Und else machen wir weiterhin diese Exception. Das können wir löschen. Ein bisschen formatieren. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das richtig gemacht habe. Hierzu ziehen wir wieder unsere Tests heran. Die funktionieren immer noch. Also, Änderung gemacht, Zeit für einen Commit. Git add refactoring und refactoring. Da machen wir zwar ein Diff zuerst. Hier haben wir mal die neuen Tests. Interessanter ist hier die Änderung hier. Hier haben wir statische Datendefinition erhalten. Und dadurch ist die Implementierung wesentlich einfacher und kürzer geworden. Mal git status, git add refactoring und refactoring.tests. Das README habe ich sonst noch angepasst, kann ich mir sparen. Refactoring use dictionary to store exchange rates by currency und pushen wir das. So hätten wir das nächste Problem gelöst. Ich hoffe, Sie sehen den positiven Effekt. Dieser Code ist viel einfacher und erweitern kann ich es auch viel besser, indem ich jetzt hier ein neues Währungssymbol eintrage. Jetzt könnte man zum Beispiel ein Dummy-Beispiel machen mit Schweizer Franken. Wie immer fange ich beim Test an. Kopiere ihn ausnahmsweise einmal. Convert CAF. Auch ein Trivialbeispiel: Schweizer Franken konvertieren. Und das sollte irgendwo im Bereich. Im Bereich etwas enger fassen. Sie wissen ja, bei Float und Double exakte Vergleiche sind problematisch, so In-Range-Vergleiche sind da besser. Müssen es auch umbenennen, nehmen das Problem beim Kopieren. So. Führen wir mal den Test aus. Test neu laden. Dann müsste jetzt scheitern. Wir haben ein neues Verhalten definiert, das es noch nicht gibt. Also von Schweizer Franken zu Schweizer Franken konvertieren. Ja, das funktioniert noch nicht. Aber ich wollte demonstrieren, dass ich jetzt den Code viel einfacher erweitern kann. Ich probiere es einfach Schweizer Franken und sage einfach 1,0.
als Wechselkurs. Und jetzt müsste eigentlich das schon durchlaufen. Ich musste eine Zeile erweitern und nicht zwei Zeilen und vor allem nichts anfassen, wo die Logik ist, sondern nur die Datenstruktur. Sehen, das hat funktioniert. Zeit für den nächsten Commit. Implemented trivial case conversion. So, damit wäre diese Aufgabe gelöst. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.